Guten Abend, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Beamlight Valley wieder. Heute wollten wir jetzt wollten wir weiter den Fisch halt sammeln nochmal. Ach, jetzt brauchen wir ein Geschenk, Saphir. Wollen wir mal. Okay, dann teleportieren wir uns mal dahin. Mit dem Fisch von hier und jetzt müssen wir das machen. Dann haben wir, abends, weil jetzt müsste das ja gehen. Zu sein ist fast so gut wie und Wally. Das leider auch noch nicht, okay. Fanfisch, das noch weiß. Ich glaube jetzt bei Gold, also. Und probieren wir es mal hier. Den Freiblasen. Müssen wir gucken. Aber hier ist, glaube ich, nicht drin. Also Gold oder Blau ist. Der Fisch. Also dieses Dorf ist alles andere als still. Nee, war auch nicht. Blau, wenn es blau ist vielleicht. Ne, leider auch nicht, okay.
Hauptplatz, so eine Ebene, friedliche Wiese, eisige Höhlen. Dann der Strand, verheißen das Land, weil der Tabak hat Licht und das vertraut alle überall. Leid, ja. Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Also gib niemals auf. Ach, du liebe Zeit. Wirklich unglaublich. Ich fasse es nicht, wie viele neue Freunde ich hier gefunden habe. Falls du dich fragst, was du tun sollst, dann hör auf deine innere Stimme. Hey, ich wette, dein erster Freund war ein Spielzeug. Hab ich recht? Hier zu sein ist fast so gut wie spielen. Ich wette, dein erster Freund war ein Spielzeug. Hab ich recht? Dann wollen wir mal weiter. Jetzt haben wir zwei Fische, müsste das, glaube ich, reichen. Das gehen wir zu. Oder? Jetzt muss ich zu Remy. Guten Tag. Das ist super, Stitch.
Sei gegrüßt, Nachbar. Freundlichen Dank. Ich habe so viele fantastische Nachbarn. Und vergiss nie, deine Fantasie ist ein Mächtiger. Wo ist denn der? Remy. Ah, da oben. Müssen wir auch da hoch. Ach, falsch. Müssen wir weiter? Da oben ist er. Hallo, Remy. Bonjour. Wow, ist das der Fisch, der immer wieder verschwindet? Er leuchtet nicht mehr. Oh, was ist passiert? Er kam aus hier und dort. Wir haben uns gefragt, was man damit machen kann. Kann man damit ein Gericht kochen? Wenn er essbar ist, kann ich daraus ein Gericht kochen. Lass mich nur ein klein bisschen probieren. Ich frage mich, was Anna wohl vorhat. Gehen. Dieser Fisch, er schmeckt. Und wie schmeckt er? Ja! So, leicht süß, salzig und mit einem Hauch von pikanter Säure. Ich weiß genau, wie ich das servieren werde. Ein leckerer, langsam köchelnder Eintopf mit Tomaten, Pilzen und vielleicht einer Prise Oregano. Warte, es war Nalas Idee, diese Fisch zu essen. Und wenn sie nicht gewesen wäre, wäre das ganze Dorf vielleicht in das hier und dort hineingezogen worden. Warum koche ich nicht erstmal das Gericht für Nala? Hm? Das wäre perfekt an dir. Es sollte nach ihr benannt werden. Hier, wir haben das Rezept, ein Löwenfestmahl für Nala zubereitet. Mit besonderer Wertschätzung für diese Beschützerin des Tals. Hoffentlich sehen wir uns bald. Weißt du, mir gefällt's hier richtig gut.
frage mich, was Anna wohl vorhat. Oh, Nala. Hallo, Nala. Hier. Hey, du! Auf Wiedersehen. Das riecht fantastisch. Was wurde aus dem Fisch dort von hier und dort zubereitet? Nala, Remy hat mir ein Rezept gegeben. Wir dachten, du solltest es probieren. Ich habe ein wundervolles neues Buch zum Lesen. Zu Ehren von Nala, der Beschützerin des Dreamlight Valley. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Anni, ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, dein Rudel zu ernähren und das Tal zu schützen. Du bist ein Teil meines Rudels, Nala. Es ist also an der Zeit, reinzuhauen. Lass es uns ausprobieren. Es riecht so gut. Hey! Das war köstlich. Ich hätte solche Angst, dass meinen Wegen das ganze Tal zerstört wurde, aber oder dass alles verhungert wurde. Hey! Aber jetzt ist es sicher. Und wir haben mehr Nahrung als je zuvor. Du bist genau das, was das Dorf braucht, Nala. Danke, Anni. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Und dir zu zeigen, wie sehr ich deine Hilfe beschätze, habe ich dann ich Donald gebeten, ein besonderes Ort für dich zu schaffen. Es ist eine Oase für das Tal, etwas, das jeder nutzen kann. Das ist fantastisch! Pack ich hier oben hin, genau. Und erst noch irgendwo. Muss ich erstmal hier was wegräumen. Zum Beispiel das hier. Kommt schon. Hier hin. Oh, da bleiben. Und ruhig hin. Das kommt weg. Das. Tut man hier hin. So. Nala denn schon auf 10, muss ich noch mal gucken. Event, Sammlung, Charaktere. Nala war auf 10, perfekt. Dann machen wir jetzt von Belle weiter. Seht ihr da die Seite aus dem Tagebuch an? Ach, die Seite hier oben. Sprich mit Bell. Mama, Mama. Ach, Jesus. Der friedliche Wesen, eigentlich war auch so friedlicher wie Jesus. Ach, du liebe Zeit. Ach, du meine Güte. Es ist, als ob eine Flut von Erinnerungen zurückkäme. Ich erinnere mich an einen Ort, das in der Nähe von Ruinen im Wasser verschollen ist. Menschen, die erfolglos versuchen, es zurückzuholen. Deine Erinnerungen kommen zurück. Das ist großartig. Das hilft uns. Oh. Glaubst du das wirklich? Ich hoffe, dass es war. Vielleicht ist das, was unter Wasser verloren gegangen ist, noch da. Ich werde versuchen, die Stelle zu finden. Und dort zu fischen, wenn ich etwas finde,
ist das vielleicht das nächste Rätsel. Hinweis, zu herausfinden, wer dieses Rätsel lösbar war. Es wäre wunderbar. Denk dran, es ist in der Nähe von Ruinen des Wasser gefallen. Au revoir! Super. Versammlung. Ach, da ist es doch da. Das ist da. Okay. Ist ja unten. Muss ja unten sein. In meiner Fantasie haben die fernen Länder nie so ausgesehen. Ach nein, Mist, nochmal. Mann! Hier gibt es so viele nette Leute. Fischerhut. Kann ich dir helfen? Bonjour. Der beste Rätsel im Dreamlight Valley, wonach ich suchen soll. Du hast gesagt, du versuchst das Objekt zu finden, an das ich mich erinnere. Es ist im Wasser, in der Nähe einer Ruine verloren gegangen. Hoffentlich können wir bald mal wieder plaudern. Ich soll den inspizieren, also. Ich erinnere mich daran. Hm. Jemand hat den Rätsellöser geholfen und dann ist Not im Wasser gefallen. Ich sehe mir so gern die Menschen. Es gab sogar einen Angelwettbewerb und hat den Dorfbewohner zu versuchen, zu ihm zurückzukommen. Aber niemand konnte es schaffen. Ich bin bereit für den nächsten Schritt in unserer Untersuchung. Das bin ich auch, Andy. Oh. Der Hut löste eine weitere Erinnerung aus. Eine Beweistafel in der Information, die in einem Raum aufgehängt war, in dem wir über Rätsel diskutieren wollten. Könnte das sein? Es war nicht in einem unserer Häuser, weil jeder einfach kommen und gehen konnte. Aber es war definitiv in einem Gebäude. Ich werde erst diese Methode Beweistafel finden. Au revoir! So. Na, wer sagt's denn?
war doch, glaube ich, hier, ne, oder? Ich guck noch mal. Sammlung. An die Gerichte nicht. Erinnerungen. Ja, muss hier sein. So. Da muss ich mal zu Bell wieder. Bell ist da unten. Bei der friedlichen. Ach ja, die trotzdem, was heißt das schon? Ich würde liebend gern Zeit mit dir Erinnerung verbringen. Ist gerade zu mir durchgedrungen. Der Rätsellöser. Das bin ich. Oh. Nachdem ich meinen Freunden geholfen hatte, ein paar Rätsel zu lösen, verkündete Mini allen, dass ich die beste Rätsellöserin im Tal sei. Und sie gab mir ein Tagebuch, auf dem das stand, damit ich meine Abenteuer aufschreiben konnte. Oh, ich hatte keinen Platz in meinem Haus, in dem ich echt so geschrieben habe. Ich frage mich, was ich mit all den Sachen passiert ist. Ja, du hast recht. Du hast recht, es ist nicht mehr da. Ich würde lieben gerne wieder so einen Platz erstellen. Ich denke, das lässt sich einrichten. Es ist wunderbar, wie du den Menschen hilfst. Davon bei der Dach bestellen und vielleicht möchte er mir helfen. Hm. Oh, Andi, das wäre großartig. Hoffentlich können wir bald mal wieder plaudern. In die Gattensessel. Sei gegrüßt, Nachbar. Auf Wiedersehen und bis bald. Hallo. Oh. Das war das alles drauf, was ich noch nicht hatte. Auf Wiedersehen und bis bald. Hab ich schon. Das habe ich noch nicht. Hallo. Ah. Habe ich schon. Nein. Mein Freund, ich bin nicht. Hallo! Hallo! Ah. Auf Wiedersehen und bis bald! Ah. Freundlichen Dank! Mhm. Ah. Es wird Zeit für Geschick! Hallo! Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Oh, hab ich auch noch nicht. Hallo! Das Bett habe ich auch noch nicht. Auf Wiedersehen und bis bald.
das habe ich auch noch nicht. Hey! Hallo! Ich würde gerne Dinge bestellen. Möbel. Ah. Was ist das nochmal? Muss ich noch oben? Auf Wiedersehen und bis bald! Okay. Farbe ist egal. Freundlichen Dank. Dann wollen wir den Spieß noch spielen. Wie sagte schon Gusto, jeder kann kochen. Es hilft nicht. Ich bin froh. Oh. Hallo. Dass du hier bist. Hi, Beast. Wusstest du, dass Bell die beste Rätsellöserin im Dreamlight Valley ist? Das klingt irgendwie vertraut. Ich möchte ihr helfen, wieder einen Platz in deinem Haus einzurichten. Irgendwo, wo sie nächstes Abenteuer planen kann. Kannst du mir dabei helfen? Für Bell? Für Bell? Natürlich. Ich würde alles tun. Ich habe den richtigen Moment gewartet, um ihr das zu geben, aber hier, nimmst du es? Auf Wiedersehen. Ja, hab ich. War doch nicht elegant. Okay. Ich will nochmal bestellen. Ich muss nochmal anderen bestellen. Ich bin hier, um zu helfen. Vergiss das nicht. Wiedersehen und bis bald. Wo ist denn Bell? Bell. Ach, die, da ist er doch. Also erstmal ja, aber geh doch weg runter, ja. Eben. Sessel und ein Tisch. Hallo! Das ist zu viel, Andy. Ich kann dir nicht genug danken. Ich bin froh, dass du glücklich bist. Das bin ich. Ich bin sehr glücklich. Ah. Hier, ich möchte alles an deinem Platz bringen. Er ist So, alles passt, perfekt. Weißt du, was dieser Gelegenheit noch fehlt? Hm. Nein, was schlägst du vor? Das
und meine Kamera benutzt, um ein magisches Bild in deinem Haus zu malen. Und an diesem bedeutsamen Ereignis in der Geschichte des Tals zu erinnern. Das würde mir gefallen, Andi. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Hilfe, Andi. Ich kann mir jetzt an alles erinnern. Wir waren zusammen der Rätsellöser vor dem Vergessen. Und ich erinnere mich, dass ich dieses Tagebuch mit dir geschrieben habe. Wir haben eine Geheimsprache benutzt, damit sie niemand außer uns lesen konnte. Das war deine Idee, nicht wahr? Jetzt erinnere ich mich. Das ist wunderbar. Nochmal vielen Dank, Andi. Jetzt werde ich mir etwas Zeit nehmen, um mich wieder mit all den vertraut zu machen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas Interessantes finde. Bravo! Fertig. Chill. Die anderen muss ich dann erstmal wieder leveln. Die mache ich dann später, wenn ich dann in Insel der Ewigkeit hingehe. Wo ist denn der Jack? Jack ist nicht da oben. Aber da oben ist schon drin. Gut. Dann gehen wir erstmal zum Hauptlevel. Wusstest du, dass Regen nur geschmolzener Schnee ist? Jack, bleib stehen! Jack! Andi, du kommst genau richtig. Ich habe eine fantastische Entdeckung gemacht. Als ich zum ersten Mal Orange mit Schwarz kombinierte, war das fast schon Konkurrenz. Das höre ich. Im Herzen von Dream Night Valley fehlt etwas. Wie bedrohlich, was ist es? Ein Feiertag. Bedenke folgendes, es gibt eine klare Verbindung zwischen den Feiertagswald und den Dreamlight Valley. Aber es gibt keinen Feiertag, was ich die ganze Zeit gefehlt hat. Das ergibt tatsächlich Sinn. Die Beweise deuten alle in dieselbe Richtung. Ich habe den fehlenden Feiertag Dreamlight Tag genannt und will ihn zum Leben erwecken. Willst du mir helfen? Das klingt nach einer lustigen Idee. Ausgezeichnet. Lass uns loslegen, was brauchst du? Ich möchte, dass du einige Bewohner befragst, frag sie nach ihren Lieblingsfeiertagen und was diese Feiertage für sie bedeuten. Es gibt hier so viele verschiedene Leute, dass es nur logisch ist, dass der Dreamlight-Tag die Summe dieser Teile ist. Ich schlag vor, du sprichst mit Penelope, Ska, Olaf und Mini.
um eine mögliche große Auswahl zu erhalten. Sicher, ich bin auf dem Weg. Auf Wiedersehen! So. Hat er schon was, klar. Jetzt hör mir gut zu! Du willst mich schon wieder ärgern, was? Was? Na toll. Ich werde mich beeilen, Scar. Ich verspreche es. Ich habe nur ein paar kleine Fragen. Wie nett. Wie nett. Du willst meinen Tag nur kurz unterbrechen. Nun, du, stell deine Frage. Ich werde mich bemühen, wach zu bleiben. Okay, ich beruhige dich. Ich verschwinde nur noch für genug aus deinen Augen. Wie unhöflich. Ja, das stimmt. Doch irgendwas schaffe ich es, mein Temperament im Zaun zu halten. Wie wenig von mir. Mach dich an die Arbeit, Andy. Ich würde gerne wissen, wie dein Lieblingsfeiertag ist und warum. Feiertag ist das einer dieser menschlichen Dinge, die ich ihren all so gerne mögt. Menschen mögen sie, aber das muss nicht auf uns beschränkt bleiben. Ein Feiertag ist eine Art Fest, mit dem wir etwas Wichtiges feiern. Das hört sich an, als könnte ich es einen Nutzen haben. Das erinnert mich daran, wie sich die Untergang des Königreichs am Königsfelsen versammeln, um den neuen Löwenprinz oder die neue Löwenprinzessin zu begrüßen. Ja, so ähnlich. Es ist sehr befriedigend, wenn sich die Untertanen versammeln und der Majestät die Brut zu holen. Toll, das werde ich an Jack weitergeben. Das Wandelskelett steckt dahinter. Vielleicht sollte ich meine Pläne an den alten Knochen zu knabbern erst einmal auf Eis legen. Süß und kuschelig. Was ist das? Dann gehen wir mal zu den anderen. Und so. Oh, wo sind die alle? Ach, die sind alle hier. Platz. Dann gehen wir erstmal zu Vanellope. Hallo! Hallo, Vanellope. Darf ich dir eine Frage stellen? Klar, das. Das hast du gerade sogar getan. Okay. Hä? Du hättest schon besser können. Machen wir weiter. Ja. Hä? Genau, dann laut aus Angst auf meinen überlegenen Humor weg. Ich versuche, Jack Shilton bald etwas zu helfen. Was ist dein Lieblingstag? Feiertag? Freitag. Oh, die kenne ich aus dem Internet. Feiertage sind die Zeit, in deinem Spiel merkwürdige Events, neue Spiele und manchmal eine neue Währung gibt, richtig? Sozusagen. Zuckerwort. War zu alt, um mit Junge, dem Internet verbunden zu sein. Tage. Und Loscher Waste hat keiner zu weit, ich weiß. Also kann ich nicht sagen, dass ich sowas erlebt habe. Yeah. Aber es klingt lustig. Ich liebe die Idee von speziellen Power-Ups, die dir deine neue und aufregende Kräfte verleihen. Super, ich werde es Jack sagen. Erwarte etwas Lustiges, wenn der Dreamlight-Tag losgeht. Dankeschön! Olaf ist auch hier, ja, hallo. Fest. So, das geht doch. Gut. Gut, dass du hier bist. Hey Mini, hast du einen Moment Zeit für eine kleine Umfrage? Ich rede für Jack mit ein paar Dorfbewohnern. Natürlich, Andy. Was würde der Jack gerne wissen? Das ist dein Lieblingsfeiertag und warum? Nur ich liebe alle Feiertage. Meine Nachbarn auch sind unterschiedlich toll. Art und Weise, aber wenn ich sagen müsste, welcher am meisten Spaß macht, dann wäre es Halloween. Oh. Ich liebe es, mich zu verkleiden und Angst zu haben. Um ehrlich zu sein, das ist ziemlich überraschend. Ich auch. Oh, ich wette, du hattest ein paar tolle Kostüme. Oh. Ich mag es, wenn ich Spaß Angst habe, aber nicht, wenn ich richtig Angst habe. Angst ist, als ich hier und dort gefangen war, war es wirklich beängstigend und überhaupt nicht lustig.
Ach, ich habe meine Patrouille beendet. Ach, magst alles du an, de, an der Spaß? Oh. Es ist einfach so aufregend. Es ist wie eine wunderbare Überraschung. Und wenn sie da vorbei ist, erinnerst du dich daran, dass du in Sicherheit und vor deinen Freunden umgeben bist. Oh, Millie, das ist wirklich süß. Jack wird sich freuen, das zu hören. Bis später. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Tschüss, Andy. Auf Wiedersehen und vergiss nicht, ich hab dich lieb. Ach, da ist Olaf. Haut erstmal Ramszeit ab. Ist das schon nicht? Ist das schon? Hallo, ich bin Olaf. Hallo, Olaf. Ich würde darf gern ich mit dir sprechen. Ein paar Fragen stellen? Natürlich, Andy. Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Jack und ich versuchen, einen neuen Feiertag für Dreamlight Valley zu finden. Und wir wollen wissen, was dein Lieblingstag ist und warum. Die Feiertage sind zu besonders, um nur einen auszuwählen. Aber ich habe definitiv eine Lieblingsbeschäftigung an einem Feiertag. Ja, das geht auch. Was ist es? Geschenke machen. Das ganze Jahr über sammle ich Infos über meine Freunde, was sie mögen, was sie brauchen und die Dinge, die sie nicht für mit sich selbst brauchen. Oh. Und dann denke ich mir das perfekte Geschenk für sie aus. Weißt du, das überrascht mich überhaupt nicht. Ich liebe ihre Gesichter, wenn sie endlich etwas auspacken. Das ist ihr Geschenk. Es ist wie die beste Umarmung aller Zeiten. Perfekt. Danke, Olaf. Ich schwör's euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Jetzt muss ich wieder mit Jack spielen. Wo ist denn Jack? Ach, Jack ist wieder im... Hey, du da! Wir müssen sofort miteinander reden! Konntest du herausfinden, was die anderen über die Feiertage denken? Yep. Penelope scheint von der Idee der feiertäglichen Power-Up wirklich transportiert zu sein. Und gar gefällt die Idee eines Feiertags, an dem die Menschen ihnen Tribut zollen sollen. Ja, ich habe schon ein paar Ideen. Olaf liebt es, Infos über seine Freunde zu sammeln, damit er ihnen die perfekte Geschenke machen kann. Und Minnie liebt überraschungsweise Halloween. Wirklich, wie wundervoll. Ha, ich dachte... Ach, das würde dir gefallen. Minnie sagt, sie liebt einen guten Tag. Ausgezeichnet, dann weiß ich genau, was ich für sie tun muss. Oh, was hast du vor? Das ist eine Überraschung, sowohl für sie als auch für dich. Kann ich einen Tipp bekommen? Als was ich sagen kann, ist, man sagt, dass man zuerst mit den Augen isst. Aber das wird ja nicht ganz stimmen. Wie geheimnisvoll. Was ist mit dem anderen? Und ich brauche deine Hilfe für sie. Was muss ich für Penelope tun? Ich möchte einen besonderen Film für den Spielspaß an diesem Feiertag machen. Kannst du mir einen knallbunten, süßen Schädel machen? Du brauchst Zuckerrohr, Vanille und eine Dreamlight-Frucht. Ich werde mit Remy reden. Die Schrittmacher kann noch komplett kompliziert werden. Was muss ich für Kraft? Ich habe eine perfekte Idee für die Überraschung. Wir brauchen etwas frisches Gemüse. Könntest du Zucchini, Kartoffeln, Tomaten und Paprika im vergessenen Land anbauen und sie mir bringen? Gemüse und was ist im vergessenen Land angebaut wird, das klingt unheimlich. Ich habe ja allen Bio-Bodenproben entnommen. Und im Boden des vergessenen Landes gibt es faszinierende Magie. Ja, scheint mir ziemlich raffiniert zu sein. Und ich bin mir sicher, dass der Boden des vergessenen Landes köstliches Gemüse hervorbringen wird. Was muss ich für Olaf tun? Ich möchte Olaf helfen, seine Freunde an Wissenswerten zu entdecken, indem er einige ganz besondere Bücher mit ihm teile. Kannst du Fasern, dunkles Holz und Stoff sammeln? Du brauchst so, um leeres Ruhe herzustellen. Da doch. Vielen Dank, Andi. Und jetzt ab mit dir. Wir haben einen Feiertag zu planen. Auf Wiedersehen!
Wiedersehen, mein Freund. Angenehme Schreie. Wieder zu Remy. Nenn mich einfach Prinzessin des Schlagerlucks. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Hallo, Menschen. Hallo Remy, darf ich dir eine Frage zur Sitzigkeitenherstellung herstellen? Sitzigkeitenherstellung, wow, das ist ein kompliziertes Thema. Wie lautet deine Frage? Ich versuche für Jack einen Sitzigkeitenschädel zu machen. Aber er meinte, er sollte bunt sein und ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Das Rezept verlangt Zucker, Vanille und Creamlight vor. Aber naja, ich habe das Gefühl, da fehlt etwas. Und diese drei Zutaten würden leckere Süßigkeit erfüllen. Aber das Ergebnis wäre optisch ziemlich langweilig. Was würdest du vorschlagen? Das ist leicht Lebensmittelfarbe und da war es Glück. Und ich habe gerade welches aus Erdbeeren gemacht. Oh, danke, Remy. Schön, dass es dir konnte, aber ein Rat, sei vorsichtig mit dem Wasser. Um Süßigkeiten herum. Schütte etwas Wasser drauf und die könnten sich auflösen und schmelzen. Verstanden, halte die Süßigkeiten trocken. Ich muss jetzt los. Au revoir! Es schneit. Mal gucken. Das wäre zu Jack. Jack ist wieder hier oben. Okay. Ich habe wieder vergessen. Also. Was ist das? Ich wittere ein Abenteuer! Bitte sehr, Jack. Ein süßer Schädel in die Gehörung. Ah, wunderbar, Andy. Wenn ich Haut hätte, würde sie jetzt eine Gänsehaut bekommen. Das höre ich gerne. Mhm. Du bist sehr gut darin, Anweisungen zu befolgen. Es gibt drei Kinder in Halloween Town, die viel von dir lernen können. Hast du mit den süßen Schild vor? Du wirst es schon sehen. Nun, jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen! Habe ich zurzeit nicht, leider. Gucken, ob ich was kaufen kann. Solange, bis das fertig ist. Da sind sie schon fertig. Da sind sie noch nicht, okay. Streamlet-Buch brauche ich.
Ja! Warum? Okay, mit der was ist das denn? Perfekt. Zurück mit den Büchern. Jack, der Dreamlight-Tag wird großartig. Aha! Das hat in meiner Aufregung sprudelt. Geradezu über wie der Atem eines Dämons in einer Teegrube. Das ist irgendwie grausam. Ich danke dir. Und wir haben nur noch viel zu tun. Lass uns weitermachen. Ich muss los. Die Arbeit ruft. Mein bester Freund Ralf ist ein Trottel, aber ich hab ihn lieb. Trotzdem 8, okay. Hallo, Kumpel! Wow! Und vergiss nie, deine Fantasie ist ein mächtiger Zauber. Wow! Paprika auch 6. Ich glaube, ein Eis hier wird es so, ne, oder? Muss ich mal schauen. Das ist gut, oder? Nee, gar nicht. Also nicht hier gibt es so viele nette Leute. Ich hab's ja 6, auch 6. Zucchini. Das glaube ich hier noch, oder? Wie kommen wir erst jetzt in... Kann man das jetzt entspannen?
Wusstest du, dass Bücher das Fenster zur Welt sind? Wir werden erst morgen warten. Aber später muss ich gucken. So. Dann noch die Hühner habe ich fast geschafft und noch und von Ursula. Wo ist denn Ursula? Da. Macht nur so lange die Aufgabe von Ursula. Müssen wir erstmal hinnehmen. Hätte ich gar nicht mehr hier drin. Wo ist die denn dann? Wäre doch auch hier drin. Mein liebes, süßes Kindchen. Ich brauche deine Hilfe. Ach, Fischlein, hast du Zeit, deine armen, lieben Freunde Ursula zu helfen? Ja, natürlich, was brauchst du? Ich möchte, dass du deine kleine Assistentin mit wieder aufsetzt. Zumindest methodisch. Dieses Mal ist es die Rayana, die ihre Schulden nicht bezahlt. Ich möchte, dass du zu ihr gehst, ganz diskret. Diskretion ist mein zweiter Vorname. Aha. Genau deshalb bist du meine Lieblingsnachbarin. Also nicht blindes Nachbar. Nur mal so unter uns. Rayana hat mir einen Rat versprochen, wie ich mein Haar an den Oberfläche pflege. Immer wenn ich mich außerhalb des Meeres aufhalte, wird mein fabelhaftes Haar wieder flüssig und furchtbar trocken. Tage werden... Dieser Ort hier ist der Knüller! Ja, darf ich dir einen Kamm empfehlen? Glaubst du, das habe ich nicht versucht? Haare sind ein Teil von dir. Es braucht das richtige Pflege. Ich rede mit Bayern für dich. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Wo ist denn Bayern?
Es ist ziemlich toll, wie nett du zu jedem bist. Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Hey! Kann ich was für dich tun, Andi? Nun, du hast Ursula etwas versprochen. Hä? Oh nein, ich habe Ursula komplett vergessen. Sie gab mir diese erstaunliche Sternkarte vom Himmel über den Tal und ich bin völlig darin versunken. Ich hatte völlig vergessen, wieder zu ihr zurückzukommen. Vielleicht gibst du mir einen Rat und ich... Nein, ich kann... Nein, das kann ich besser. Ich stelle etwas Kokosnussöl für ihr Haar her. Wow, so einfach? Ja, aber es funktioniert wirklich gut. Warum helfe ich dir nicht einfach bei der Herstellung des Kokosnussöls für dich? Das wäre großartig. Wir brauchen jemanden, der die Kokosnüsse zerkleinert. Ich wette, Kiroldi kann das im Handumdrehen erledigen. Ich bringe Ihnen ein paar Kokosnüsse und bis gleich wieder da. Trippi ist unglaublich. Danke. Dann hole ich kurz ein paar Kokosnüsse. Ich glaube, überlegen wollte ich jetzt nochmal fahren. Wo ist das denn? Das ist wohl hier hinten, ne, oder? Hier waren wir noch. Wo ist noch. Wo Wally ist? Wally ist hier. Wally. Wally. Aufgabe? Wally. Wally, könntest du bitte die Kokosnüsse zerkleinern, wenn es dir nichts ausmacht? Okay. Tada. Danke, Wally. Ich kann nicht ewig vor meiner Vergangenheit davonlaufen. Nee, das hört sich schon. Oh, komm schon, wir haben noch so viel zu tun. Hey! Oh, Wally, beeindruckend. Mich immer der, das ist perfekt. Ich habe alles, was ich brauche. Ich kümmere mich um die Vorbereitung und bringe es Ursula, selbst damit ich mich dafür entschuldigen kann, dass er so lange gedauert hat. Ja! Das ist für dich. Ich danke schön, dass du mich daran erinnerst und mich mehr geholfen hast. Die fängt man ziemlich selten in den Gewässern des Dorfes. Bis bald. So. Ich dauert jetzt erstmal. Pflanze züchtet und erntet die folgende Gemüse im vergessenen Land. Dauert jetzt erstmal. Gut. So lange. Machen wir dann auch Pause wieder. Und hören uns entweder morgen oder die Tage wieder. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und noch schöne Feiertage heute. Wenn es gefällt, kann mir gerne abonnieren und auf YouTube, wer auf YouTube zuschaut, kann mir gerne einen Daumen hoch geben. Ich würde mich sehr freuen. Dann noch einen angenehmen Abend. Wiedersehen. Tschüss.